Moin Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und heute spielen wir mal ein komplett neues Spiel, Fallout Shelter. Ich habe schon mal einen Raum vorbereitet. Und da gehen wir jetzt ganz einfach mal hin. So sieht das Ganze aus. Nach einer Atomexplosion müssen wir halt unterirdisch alles bauen. Wir haben ziemlich viel Platz. Hier sind unsere Bewohner. Wir müssen jetzt halt Energie, Essen und Trinken herstellen unterirdisch. Und ich würde mal sagen, dass wir gleich damit anfangen werden. Mit Strom, Kabinen, also Baracken. Wir fangen an. Einer Baracke. Ja, jetzt ist nur die Frage, wir müssen das so gestalten, dass wir dann auch am Ende gut zurechtkommen. So. Jeder Raum braucht Energie. Ja, das ist uns bewusst. Deswegen müssen wir jetzt erstmal Energie bauen. Die platzieren wir einfach hier hin. So, der ist auf jeden Fall dafür schon mal ganz gut. Ja, das weiß ich schon. Jetzt müssen wir gucken, dass wir jemanden Hohes bekommen, damit der Strom schneller vorangetrieben wird. Noch haben wir das nicht. Dauert jetzt knapp 4 Minuten, weil er da alleine ist. Aber wir müssen ja auch noch andere Gebäude bauen. Somit bauen wir das Ganze mal. Eine Baracke haben wir, Strom haben wir, wir brauchen Essen. Wenn wir hier unten hinbauen. Neuer Bewohner ist dazugekommen. So. Ich packe hier da erstmal mit rein. So. Und natürlich, was nicht fehlen darf, ist die Wasserversorgung, die wir jetzt bauen werden. Aha, 1er, 9er und ein 5er. Ich habe das Spiel schon ein paar Mal neu angefangen, somit bin ich mir schon mal etwas bewusst, wie ich das aufbauen werde. Und zwar kommt hier oben dann später das Fitnessstudio hin und ein anderes Zimmer. Aber so weit sind wir noch nicht. So. Jetzt haben wir eigentlich alles, was wir jetzt erstmal brauchen. 2 Leute haben wir noch zur Verfügung.
würde ich sagen, dass die hier gleich mal ein bisschen hier sich unterhalten und Liebe machen. Gucken wir uns das mal an. Wir sind so ein tolles Paar. Oh yeah. Oh, da ist noch eine Lady gekommen. So, hier können wir nochmal die ganzen Fähigkeiten sehen und was sie halt so anhat. Wir können halt später der auch noch ein Haustier zuweisen, falls wir Haustiere bekommen. Wir können dann noch denen halt Waffen geben, Messer, Pistolen, alles Mögliche, was wir halt finden oder herstellen werden. Und Kleidung natürlich und Spritzen, das für die Heilung, falls wir angegriffen werden oder ja. Und hier haben wir noch Packs später, die wenn jemand verstrahlt ist, dann können wir das benutzen, um die Verstrahlung zu heilen. So. Wir haben aber jetzt im Moment keinen Platz, denn wir brauchen eine Baracke, einen Schlafplatz. Wir vergrößern, somit kann die Dame hier einfach mal mit reinkommen. Sie hatte eben noch was anderes an. Es liegt Zauberei in der Luft. Okay. Wir haben jetzt noch 200 Kronkorken, also Kronkorken ist hier das Geld. Falls jemand stirbt, dann kann man den noch wiederbeleben. Es gibt noch einen anderen Spielmodi, da kann man halt nichts mehr wiederbeleben und das ist der Hardcore-Modus dann, aber für unser Projekt wird das reichen, dass wir den normalen Modus spielen, weil der ist auch schon ziemlich schwierig. So, da haben wir noch einen Herr. Den stecken wir gleich hier mit rein. Somit haben wir jetzt 10 Bewohner. Und hier passen im Moment nur 4 rein. Somit werde ich versuchen, noch eine Baracke zu erstellen. Somit haben wir eine Dreierbaracke. Das ist auch das Maximale, was man hier hintereinander bauen kann, um die Küche zu vergrößern oder sonstiges. Bei Fitnessstudio weiß ich das nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Werden wir doch ausprobieren. Keine Sorge. So. So, der Strom wird langsam knapp. Die Leute haben keinen Strom unten in den Baracken. Deswegen müssen wir mal gucken, wie das hier machen. Strom kommt gleich wieder. Wir können das Ganze noch aufpimpen. Aber uns fehlen im Moment noch die Kronkorken, aber ich habe hier was gesehen, hier kriegen wir auch nochmal. Ja, und hier haben wir natürlich auch ein paar Ziele. Sammel 50 Nahrung, schicke einen Bewohner ins Ölland. Und so weiter und so fort. Das werden wir noch alles machen. Das muss hier nur kurz laufen und dann geht es auch weiter. So, dann haben wir noch die Möglichkeit, Strom schneller herzustellen mit vielleicht ein Unfall, also 33%, aber es war erfolgreich, es war sehr erfolgreich. So, hier ist einer aufgestiegen, also die Leute, die steigen auch immer wieder auf. Bei den Leveln hier, die Dame ist jetzt auch wieder aufgestiegen.
Das ist auf jeden Fall was Cooles. So, zufrieden sind sie nicht wirklich. Ah, da ist der nächste Kandidat. Dann haben wir denn da ein Level 1er, nicht so das Feine. Ich glaube, die sind alle Level 1er. Wir fangen ja komplett neu an. So. Haben wir 99 Kronkorken. Je mehr die aufsteigen, desto mehr Kronkorken bekommen wir. So, Herr, du kommst erstmal hier unten mit rein. So, einen Platz haben wir dann noch frei. Dann müssen wir die nächsten Baracken bauen. So, das Essen wird knapp. Vielleicht könnten wir, wenn der gute Fähigkeiten hat. Ah, hier, plus 1 ist immer besser. So, Essen ist wieder normal. So. Kannst du hier irgendwas Besonderes? Ja, sie kann die andere Frau ablesen. Die ist besser einfach. So müssen wir halt gucken, wenn plus 1 oder plus 2 oder so steht, ist besser. Müssen wir ein bisschen experimentieren. Okay, hier ist. Kommen wir her. Okay, die shakern da ein bisschen rum. Die will ich ungern wieder trennen. Boah. Der hat plus 3 in der Küche. Das wäre natürlich richtig cool. Und die andere Olle, ja. So, da haben wir noch einen Typ. Den lassen wir noch kurz draußen stehen. Weil wir müssen erweitern wieder. Und der Strom, wir brauchen mehr Strom. Naja, das wird zu knapp. Gehen wir mal gucken. Oh, hier haben wir eine Kiste bekommen. Kisten sind ganz gut. Da ist immer was Schönes drinne. Und der Strom ist wieder ausgefallen. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. So, erstmal will ich jemand. Wer war das? Der hier, ne? Plus 3 in die Küche. Ja, wissen wir schon. Oh, da ist jemand schon schwanger geworden. So, die Schwangeren können aber auch arbeiten, solange sie nicht das Baby bekommen. Mutterschutz gibt's hier nicht. Hier wird geackert. Okay, sie haben nix. Er auch nicht. So, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Geld. Sonst können wir nichts aufrüsten. Glaube ich zumindest. Ja, so sieht's aus, meine Freunde. Wir werden die Kiste öffnen. So sieht das Ganze hier aus. Ist so eine Brotdose. Da sind so ein paar Karten drin. Und vielleicht haben wir das Glück und wir bekommen was richtig Geiles. Die erste Waffe. Nice. Ein wenig Wasser. 100 Kronkorken. Oh, Klebeband. Und 500 Kronkorken. Ja, das hat uns auf jeden Fall ein wenig weitergeholfen. Weil wir jetzt natürlich aufrüsten können. Und zwar die Stromversorgung müssen wir
Auf jeden Fall ausbauen erstmal. So, Strom ist das Wichtigste. Essen und Trinken natürlich auch. So, jetzt können wir sie hier mit reinbringen. Die auch erst immer hier mit reinbringen. Und jetzt können wir da 6 Stück reinstecken. Reinpacken. Er hier dann auch gleich mit rein. Somit wird auch mehr Strom produziert und es geht auch schneller, wie wir sehen, aber auch nicht so wirklich. Paar Sekunden nur. Aber da kommt auf jeden Fall eine gleich eine richtig schöne Menge Strom. Wir können 150 lagern und 50 Essen nur lagern und so weiter und so fort. Aber das kriegen wir alles hin. So, Trinket kommt sofort. Essen kommt auch sofort. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch Baracken. Die teuer haben. Boah, das geht eigentlich noch. Wir bauen am besten hier die Baracken noch zu. Also wir müssen die Steine natürlich erst entfernen. Das ist immer so ein Heines. Aber wir können hier den Stein entfernen. Somit müssen wir jetzt einen Fahrstuhl bauen. Zack. Und jetzt haben wir kein Geld mehr für eine Baracke. Super. Ist auf jeden Fall nicht so gelaufen, wie ich mir vorgestellt hatte. Ja. So. Nein, wollen wir nicht kaufen. Natürlich ist es ein Free-to-Play-Spiel, also ihr könnt es auch gerne spielen, auch Tipps in die Beschreibung schreiben, sonstiges. Und natürlich kann man in jedem Free-to-Play-Spiel auch Sachen kaufen. Davon leben halt die Entwickler, die das Spiel gemacht haben. So, wir haben wieder eine Brotdose bekommen. Wenn wir jetzt nochmal schön öffnen hier. So. Oh. Coca-Cola. 3 Stück. Wieder eine Waffe. Ein Schlafsack. 100 Kronkorken und ein geiles Outfit. Ja. Die Outfits kann ich jetzt mal ganz kurz hier zeigen. Wem nehmen wir denn hier diesen schicken Mann hier? Bam, sieht er aus wie so ein König. Aber das braucht er im Moment nicht, weil er ist zu schwach wird. Naja, mal sehen, wie wir das noch alles hinkriegen. So, wir brauchen eine Baracke, die wir uns noch nicht leisten können, weil uns noch ein paar Kronkorken fehlen. Aber gleich steigt wieder jemand auf und dann haben wir das auch wieder geschafft. Dann können wir die nächste Baracke erstellen. So, Essen ist ein bisschen knapp. Wir probieren unser Glück und oh, Fegeschlange, es brennt gleich. Ja, ich weiß das, ich weiß das. Ah ne, es brennt nicht, so ein Käfer kommt raus. Eine scheiß Kakerlake, aber die haben sie schön zernatscht. Okay, hier ist noch eine Frau. Und der Typ. Hier, der Typ kann hier jemanden ablösen, der besser ist. Also schlechter. Und sie. Ich kann nichts machen im Moment. Im Moment haben wir nichts frei.
So, die Zeit ist auch wieder um, meine Freunde. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.